Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, nachdem die letzte Aufnahmesession sehr lang war und dank Voetika, die halt ist nervig, konnten wir ja nicht mal auf unser Schiff gucken. Das ist jetzt das Erste, was ich mal nachholen werde. Deswegen laden wir gleich mal das Schiff. Und gucken uns in Ruhe um. Das letzte Schiff, die Dau, haben wir uns gar nicht angeguckt. Was leider schade ist, aber kann man nichts machen. Ja, das ist unser neues Schiff. Es ist groß und schwer bewaffnet. Ich habe auf einer Seite 2, 4, 6, 8 Kanonen. Was auch sehr schön aussieht. Alle scheinen es am Deck gut zu haben. Sogar unter Scharffelsen. Wir haben einen Xaurib. I join crew. Who worthless now, Archimir? Ich mich Mannschaft anschließen, wäre jetzt nutzlos, Archimir. Ja. Damn me, the cops run dry. Agrasima Casita for taking me on. Ja. Questions, Captain? Fragen, Captain. Tekio zieht die Augenbraue hoch und nickt. Was erhoffst du dir denn von Engatis Bund auf Okai so aufs für dich zu machen? What indeed? I say I am of two minds. In der Tat, was erhoffe ich mir davon? Ich würde mal sagen, da bin ich hin und her gerissen. Tekio nickt und wendet seine Aufmerksamkeit nach innen. My talents are my own, and not even Ingati can tell me how they should be used. I say the tribes would do better with more artists and fewer saviors. Meine Fähigkeiten gehören mir und nicht einmal Ingati kann mir befehlen, wie ich sie nutzen sollte. Ich möchte mal sagen, die Stämme wären mit mehr Künstlern und weniger Rettern besser dran. But my people struggle against the outsiders. And Ingati did not place me in the Deadfire without intention. Mein Volk kämpft gegen die Fremden und Ingati hat mich nicht ohne Grund zum Todesfeuer geschickt. Finding the Covenant could bring the Hoanna closer to the gods and the ways of the past. I must decide if this is best. Ingatis Bund zu finden könnte die Hoanna den Göttern und den alten Wegen näher bringen. Ich muss entscheiden, ob dies der beste Weg ist. Gut, dann lass uns mal von hier verschwinden. Ja, hat Seraphim noch was Neues zu sagen? Hast du eine Idee, wo wir sind, Captain? Kurz vor Nekataka. Ahoy, Captain. What can I do you for? Ahoy, Captain. Was kann ich für dich tun? Flirten. Also, Seraphim, erzähl mir von dir. Ich möchte dich etwas über die Prinzipi fragen. Ich habe deine Gedanken gehascht, als Remaro uns von der Zauberer und ihren Sklaven berichtet hat. I espy a lurking question, Captain. Ich sehe da eine offene Frage, Captain. Er senkt seine Ohren etwas. Warst du ein Sklave? Das ist zu direkt. Möchtest du mir davon erzählen? Ich hab's mir anders überlegt. Vergiss es. Nehmen wir die zwei. Sein kleiner Körper dehnt sich aus, als er tief einatmet und fällt dann wieder zusammen, als er durch seine Nasenlöcher einen langen Seufzer ausstößt. I was born into slavery, Cap. I never knew no father save Remaro and don't much remember my mother. Ich wurde in die Sklaverei hineingeboren, Captain. Ich hatte nie einen Vater außer Remar und ich habe nicht mehr viele Erinnerungen an meine Mutter. I do remember the day they tore me from her arms. Her screams. Kind of thing that leaves a mark. Ich erinnere mich an den Tag, an dem sie mich aus ihren Armen rissen, an ihre Schreie. Solche Sachen hinterlassen Spuren. Even one thing if I was purchased for labor, to lift or farm or fix or what do you have. But they bought me to fight. Es wäre eine Sache gewesen, wäre ich als Arbeitskraft gekauft worden, etwas zu schleppen, zu bauen, zu reparieren oder was auch immer. Aber sie haben mich gekauft, damit ich kämpfe. Threw me in a fucking pit. Set me against other slaves. Haben mich in eine verdammte Grube geworfen, mich gegen andere Sklaven angesetzt. Er schaudert. Wie hast du es von der Sklavengrube auf das Meer geschafft? Yeah, they transported me twixt one pit and the next by ship. Sie haben mich zwischen einer Grube und der nächsten mit dem Schiff transportiert und mich unterwegs die Decks schrubben lassen. Er massiert eine Handfläche mit einem fellbewachsenen Daumen.
When blades were drawn, I availed myself of one. Found myself a little justice. Eines Abends fiel die Zauberer über sie her, hatte sich im Sonnenuntergang angeschlichen. Als die Klingen gezogen wurden, habe ich mir auch eine geschnappt, habe mir selbst ein bisschen Gerechtigkeit geschaffen. Remaro brought me aboard the sorcerer. The rest of the story's old. Remaro hat mich an Bord der Zauberer gebracht, der Rest ist Geschichte. Ich möchte dich etwas über die Prinzipien fragen. Ist nicht gerade ein Thema, über das ich gerade reden will. Vielleicht ein anderes Mal, ey. Erzähl mir von dir. Favorite number be 40. Ask me about it sometime. It ain't what you be thinking. Meine Lieblingszahl ist 40. Bohr ich mal weiter nach. Du wirst nicht auf das stoßen, was du erwartest. Ich zwinkert. Du hast mir vorher erzählt, dass deine Lieblingszahl 40 ist. Nein. There's a piss-sodden youth in the fighting pit that were forced to kill 39 other slaves. Some lads and lasses no older than myself. Au. Ah ja, als ein vollgepisster Knabe in der Kampfgruppe war ich gezwungen, 39 andere Sklaven zu töten. Einige Jungs und Mädels waren nicht älter als ich. My deepest desire would have slayed just one slaver. For my 40th kill, I got my wish. Mein sehnlichster Wunsch war es, wenigstens einen Sklaventreiber zu töten. Bei meiner 40. Tötung wurde mir mein Wunsch erfüllt. Dann gehen wir mal weiter. Der Saboteur wendet sich ab. Gut. Also hier oben sind gerade nur Tikeo und Seraphim, mit denen ich reden kann. Gucken wir mal runter. Bin mal gespannt, wie viele Etagen wir hier haben. Sollte ja ein größeres Schiff sein, also mehr als nur zwei Etagen haben. Also Deck und Unterdeck. Wer weiß, wie viele Leute sich im Laderaum verkriechen. Aber nee, so wie es aussieht. Of course. Haben wir nur Deck und Unterdeck und sehr viele Kanonen. Ah, ich finde das toll, wie wir bewaffnet sind. I'm all ears. Ich höre. Tell me what's on your mind. Sag mir, was du auf den Herzen hast. Wir müssen Schluss machen. Oh nö. Wie fühlst du dich? Hattest du in letzter Zeit irgendwelche Albträume? Not a one. Thanks to you, I'm sleeping like a babe. Nicht ein einziger. Better even. Nicht dein einziger. Dank dir kann ich gut schlafen. Nein, sehr gut sogar. I never knew nothingness could feel so warm and so nice. Ich wusste nie, dass nichts sich so warm und schön anfühlen kann. Reden wir von was anderem. Das war im Augenblick alles. Ja. Gut. Cheeto Beck hat sicherlich auch nichts Besonderes zu sagen. Brauchst du was von mir, Captain? Wo kochen wir eigentlich? Weil hier sind die... Da oben ist mein Quartier. Was schön ist, da sind die Mannschaftsquartiere. Mit insgesamt 4 Stockbetten, 12 Betten. Wo der Rest schläft, keine Ahnung, weil wir sind ja allein schon. Wie viele Mannschaftsmitglieder habe ich gerade? Na gut, 2 sind verletzt. Minimummannschaft ist 8. Und ich habe hier 4, 5, 6, 7, 8, 10. Und die restlichen 2 Betten müssen sich die anderen teilen, oder wie? Oder schlafen sie gestaffelt? Ja. Alles schön zu sehen, wie meine Tierchen herumlaufen. Sogar mein kleiner Bär. Und sogar Kissen und eine Wassertränke haben. Ah, das ist schön. So, Palegina, hast du was zu sagen gerade? Yes. Ja. You only have to ask. Sag einfach, was du willst. Nix. Okay. Wie sieht's mit Alof aus? Yes? Ja, er sieht dich ruhig und aufmerksam an. Das ist alles. Okay. Idee. What's now on you? Was beschäftigt dich? Wie gefällt es dir im Todesfeuer? Different. Especially compared to Gilded Vale, where there's more livestock than shovels. Die Luft ist alles, besonders im Vergleich zum vergoldeten Tal, wo es mehr Vieh als Schaufeln gibt. Sounds different too. You wake up to all those bird calls, it really does sound like they're making music. Es hört sich auch anders an. Man wacht zu all diesen Vogelrufen auf und es hört sich so an, als würden sie musizieren.
If the birds woke you in Gilded Vale, it was usually a couple crows making the most horrible mating noises you ever heard. Wenn man im vergoldeten Tal von Vögeln geweckt wurde, waren es in der Regel ein paar Krähen, die fürchterlichsten Paarungsrufe von sich gegeben haben. Strange thing is, I still get this feeling in me, like I wish I was home. Das Seltsame ist, dass immer noch dieses Gefühl in mir hochkommt. Ich wünsche mir, zu Hause zu sein. Du bist doch bei uns zu Hause, Edea. Reden wir über Bern. We got him out of there. That's the most important thing. Wir haben ihn da rausgeholt, das ist das Wichtigste. But he is all alone out there. And that's what got him into trouble to begin with. Aber er ist ganz alleine da draußen und das hat ihm den ganzen Ärger überhaupt erst eingebrockt. I hope this time it's different. I hope he makes connections. Find something to do with himself. Ich hoffe, dass es diesmal anders ist. Ich hoffe, dass er Kontakte knüpft und etwas findet, mit dem er sich beschäftigen kann. I worry, though. Allerdings mache ich mir Sorgen. Okay, machen wir uns auf den Weg. Maya fehlt ja gerade noch immer. Aber ja, wir haben ein schönes, großes Schiff. Mit sehr schön auf Bewaffnung. Ja. Mal sehen, wann wir das in Kampf einsetzen können. Also ich habe schon mal beschlossen, wir gehen mal wieder auf Oberdeck, also auf die World Map, wenn ich mich wieder mit den Feuerriesen im Norden anlegen sollte, sobald meine Mannschaft voll gesund ist und wir die maximale Anzahl an Leuten haben. Was das angeht, gleich auch noch ein Wort. Dann beschieße ich sie lieber aus 400 Metern Distanz. Damit sie, weil nah rangehen und entern ist dann immer irgendwie etwas kritisch. Hauptproblem ist mein Navigator. Und mein dritter Kanonier sind gerade noch recht verletzt. Was ich aber auch legen sollte. Ja, was die drei Leute angeht. Ich war mal so faul und habe gespickt. Wo man die am besten herkriegt, damit wir jetzt nicht so viel Zeit verplempern, jeden Hafen anzufahren, um zu gucken, wer hat was im Angebot. Nein, wir holen uns die direkt. Also ich weiß, den besten Bootsmann kriegen wir in Nekataka. Durch eine Quest, die ich übersehen habe. Den besten Kanonier kriegen wir auf Motare Ikosi. Da. Wo wir noch hinkommen wollen. Also den besten Kanonier für unsere Zwecke. Und den besten Chirurg auf Stauholz. Deswegen werde ich jetzt erst einmal nach Stauholz segeln. Weil so kann sich auch meine Mannschaft etwas regenerieren. Genau, Medizin. Essen, Wasser sieht alles noch gut aus. Munitionsvorrat ist auch okay, genauso wie Reparaturvorräte. Ja, kann gerade nicht meckern. Was wir dann halt irgendwann noch offen haben, sind das zersplitterte Riff und die Botenwacht. Irgendwann müssen wir auch mal hier an Land gehen können. Das ist eines der DSC-Gebiete. Aschgrauer Rachen, unbekannter Standort. Rasai-Passage, ja. Hier oben sind die Gebiete, die ich meine. Oh, zurzeit ist kein Ratunenschiff in der Nähe. Also ja, hier oben irgendwann nochmal anlegen, wenn wir da oben hinkommen. Erstmal will ich hier den Bereich abdecken. So, Stauholz. Wenn ich auf Vorräte gehe, kann ich dann gleich Besatzungsmitglieder rekrutieren? Ja. So. Gut, das stand in der Beschreibung nicht, oder ich war zu faul, das rauszulesen. Unser Chirurg ist ein Vitrak.
Oh Gott. Ja. Ich könnte auch ihn hier einfach nehmen und ihn zum Chirurgen machen lassen. Das kommt dann aufs selbe raus. Braucht allerdings weniger Lohn. Wobei der Lohn wird ansteigen, wenn er die zwei Level hat. Er ist aber einer aus dem Dürrwald, der ist religiös und er ist kein Vitrak. Ich habe schon sowieso einen Zoo.